So, ihr Lieben, da sind wir wieder live. Ups. Mit unseren Einheiten und ich bin eigentlich nur gerade hier ein bisschen weiter gestoßen. Und da kommt gleich tatsächlich alles auf mich zu. Wenn die mich allerdings auch attackieren und da der Berserker. Okay, nur die am nächsten stehen, kriegen Schaden. Hä? Okay, er sucht sich aus. Komm her, ihr macht die hier. Ja, das machen die beide locker. Ah, du, okay. Ah, hatte, 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 hatte. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da war es. Also War Party, die zweite. Und wir sehen also. Die KI ist. Lol, da waren die schon wieder. Die KI ist nicht die klügste. Ich kann aber mal einen Tower stellen, Alter. Ich gehe mal weiter vor. Medizin auch immer mit dazu. Stegosaurus-Cover. Nein, nein, nein. Pass mal, wir wollen jetzt. Ich wollte mal die Dinos eigentlich alle sehen. Wo sind sie da hinten? Da, zack, zack. Und dann leveln wir unseren Berserker hier auf und die Axtwerfer. Überhaupt alle Leute. Und hier oben wollte ich auch nochmal aufbessern hier. Unsere Werfer hier, wenn die 100 Kristalle haben, aber haben sie noch nicht. Weil wir keinen Kristall mehr kriegen, sehe ich gerade. Scheibenkleister. Sollen sie alle mal bauen gehen? Jetzt gehen wir zu unseren Einheiten zurück. So, jetzt hier, Schluss. What does it hurt? Na? Es ist ein bisschen zu einfach irgendwie. Ich meine, das ist ein Turm, der macht Schaden, ja. Aber er kriegt, wird durch meinen Heiler da unten gut weg. Geh weg da, geh weg da. Der Turm greift nicht weiter und enden wieder in den nächsten, ne? Okay, das ist halt mies, wenn du da ein paar Heiler losschickst. Weg mit dem Gebäude. Wobei, ich könnte ihn auch zum Blauen schicken, ne? Warte mal, das ist doch das Gleiche. Crystal. Das ist halt nur ein schön großes. Ich könnte sie doch darauf. Das ist der gleiche Text. Also, es ist halt nur ein größeres Vorkommen, das lila da Ding. Crystal is now running out of. Ja, 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 ja. Komm her. Dinos. Ich meine, es sieht ja lustig aus, aber es ist noch wirklich hart am Anfang. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was haben wir? Wir haben ja noch unseren Triceratops. Süßen kleinen. Und unseren Säbelzahnjung. Okay, sind süß. Wir leveln mal unseren Bogendings auf, dass er ein bisschen Feuer schießt. Unsere Schmiede soll die Jans noch stärker machen. Ja, das ist halt schon absurd, wie schnell es gehen kann, wenn du erstmal Führung bist. Also wenn du es hier Multiplayer mal anhaust. Ich könnte theoretisch jetzt hier immer weiter vorwärts bauen. Ohne dass der Gegner dann noch eine Chance hat eigentlich. Ah, okay, ich behalte mir die Ressourcen mal. Warte, ich breite unten mal vor. Moving out! Das könnte man, siehst du, daraus lernst du ja auch. Beim nächsten Mal startest du mit dem Anfang immer auch gleich da unten. Na, weil hier machst du nichts. Ah, ich sehe gerade, ich habe das maximale Level auch erreicht mit meiner guten. Oh, lol! Ah, schon wieder ist hier ein Ding. Geh weg da. Was ist denn los mit den Jungs hier? Hier, angreifen. So. Huch, jetzt habe ich. Ah, jetzt habe ich die Heilung falsch gewirkt. Ach, so ein Mist aber auch. Jetzt kriegt die Mika einen auf. Das ist nicht schlimm, die hält sich auch wieder hoch. Alter, das ist doch ein Soundkulisse hier. Einfach, dass die mehr Schaden machen. Stampede, der Raptor hier. All covered and crystal burn the... Nein. Walks between... Nein, wollen wir... Es ist halt klar, es ist ein Age of Empires im Endeffekt. Kann man ruhig mal so sagen. Es ist ein StarCraft, es ist ein... Einmal alles. Je mehr Einheiten du halt hast, umso besser bist du hier. Es ist jetzt gar nicht mal so auf Klasse, sondern wirklich pur Masse. Wir sehen zwar schon total OP. Der schickt immer nur Einzeleinheiten, anstatt wirklich zu warten.
Warte mal, halt der Junge. Warte mal, wenn ich den lebt, der heilt doch immer dauerhaft, ne? Where does it hurt? Nee. Okay, 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 okay. Dann nicht. Jetzt habe ich die Schreine, aber ich weiß nicht, was die Schreine mir bringen. Bin ich irgendwie so blind, das zu lesen? Nee. Ich rotte die Gegner mal Stück für Stück aus hier. Damit segne ich sie ja nur. Ja, ja, nee, nee, nee. So, nochmal ein paar Einheiten mehr hier. Ja, wo sind die denn hin? Ach, da ist er jetzt. Aber hat es ja zu lange gedauert? Oh, lol. Hey, Chu, haha! Okay, 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 okay. Hier ist nichts, hier ist gar nichts. Ich habe alles gebaut, das ist nicht dein Ernst. Also wir sehen, das Spiel ist noch nicht das Riesigste, ne? Warte mal, ich mach mal einen Scherz. Ich mach mal einen Turm hin, damit er die da abschießt, den Ecke. Kann ich nicht drehen. Ich kann ihn. Ich kann ihn überhaupt nicht drehen. Nee, schade. Gucken wir, ob das klappt. Sehr simpel, sehr stupide. Sehr geile Taktik. Und. Ja. Einfach umherkalten. Gut. Where does it hurt? Gleich. No more room for your units. Ready and able. Alter, 12 Mann. Oh, Lolomat. Können wir dann mal hier hinschicken und dann baue ich ein bisschen nach. Aber ich glaube, ich renne jetzt einfach sowieso nur noch hier drüber, ne? Die kriegen nicht mehr so einen Schaden, weil sie immer mehr Rüstung haben durch meine Forschung. Oh, da kickt meine an. Okay. Er ist willig, aber er kommt nicht klar. Alter. Der Schaden ist aber auch einfach nur noch durch mit den Jungs und dann war es das, ne? Die Dinos greifen einmal an und dann ist aus die Maus. Das ist absurd. Okay, okay, okay. Sie sind ja aufgelevelt, ne? Das ist alles da oben. Der eine Dino nervt auch noch. Okay, wir spielen jetzt gegen die Untoten. Jetzt sehen wir mal die Untoten so grob in Aktion. Aber ich sag mal, die Wilden mit ihren Dinos hier, ne? Ah, ich sehe da eine leichte Tendenz, wer gute Karten hat im Leben. Bauen sie den auch schneller insgesamt? Ah ja, gut, 12 Mann. Richtig schnell geht's noch nicht. Also in allen Spielen wird wirklich durchgeboostet. Sobald irgendeiner hilft, ist da ja aus. Das muss ich mal angreifen, ne? Die machen mir Schaden. Der Turm auch. Where does it hurt? Ich kann die nochmal aufleveln, ne? Ich. Ah, mehr Armor. Mehr Armor. Armor. Enemy contact. You have work. You have. Nun gut. Hier, yeah, Turm. Ey, macht Schaden, Jungs. Also ihr seht tatsächlich, das wird doch keine 3 Folgen langes Ding. Wir werden vielleicht mal die anderen Charaktere reintesten. Jetzt weiß ich auch, wie schnell der geht. Also im Moment ist es halt ein pures RTS à la StarCraft und übelst auf Speed aus. Und es ist noch leicht zu abusen, würde ich jetzt mal behaupten, wenn du da die Balance ein bisschen in der Hand hast. Und es wäre noch ein Spiel, wo man sagen kann, da werde ich Pro, weil es noch... Accept Surrender? Naja, komm. Wir gucken gleich mal eine andere Rasse mit rein, weil das ist ja halt doch... ich sag mal, das war ein bisschen zu easy. Okay, sie waren auf easy, trotzdem sind sie schnell gestartet. Völlig im Rahmen. Doch jetzt, wenn es da eine Kampagne gäbe, dann wäre ich noch happy. Aber guck mal. Survival mode reduces the cost of villagers by 10. Wild dinosaurs are not... Okay. Okay, okay. Building and Upgrades. Okay, der ist also so dieser Pusher und kriegt gratis Dinos mal eben dazu. The Zombie spawns near Char when one of his units kills enemy. Vitara. Jetzt gehen wir mal in den Survival-Modus rein. Ich denke mal, hier ist so Tower Defense, die werden immer wieder angegriffen, wa? Wir gucken, wir testen das Spiel einfach mal.
ein ganz innovatives und total neues Let's Test. Wow. Cool. So. Ne, wir brauchen Regeneration, Alleinheiten. Den Schrein nehmen wir mal ein. Die Musik ist ja geil, ich mach mal ein bisschen leiser drehen, Entschuldigung. Dreh mal ein bisschen runter, das ist ja sonst doch sehr derbe laut. Aber sie ist schön, die Musik. Und das ist, muss ich sagen, echt das Beste, was mir gefällt am Spiel. Die Musik ist on point, da wo ich sie haben will. Bisschen relaxing. Wave 0. Ah ja, okay. Ja, genau. Er hat so Tower Defense in alle möglichen Richtungen hier. Das gefällt mir. Es ist halt auch wie StarCraft, hätte ich gesagt, Warcraft, wo du halt deine... Die Nachtelfen. Ich kam nicht drauf, der Nachtelfen hast und, ne? Treehouse. Ist natürlich hübsch. Ja, die Einheit ist dann noch weg. Okay, okay. Goon Garden. Nest Breedinger. Hier sah ich jetzt aus. Train Warp das. Okay. So. Bauen. Immer bauen. Die Lophosaurus. Alter, ich baue die einfach mal. Warum? Weil ich sie kann. Bauen kann, meine ich damit. Healing Spring, Nest, Resource, for Food and Crystal. So, wo ist meine Magierin? Ich möchte Dinos nicht angreifen, ich möchte sie übernehmen. Beastmaster, da, auf dich. Ich bin ja Dino, ich bin Jurassic. Ich bin, genau wie die geil. Die Dilophosaurus, der schön reinspuckt. Und hier ein Kriegsraptor. Ja, schon mal schön gemacht. Helfen, das stimmt. Erstmal aufleveln hier. Ist doch. Building the increase the resource production spot nearby Goon Gardens. Ja. Wir bauen mal ein paar Gärten hier. Ne? Und ein paar Einheiten. Langsam habe ich ja den Dreh raus. Langsam. Tratops mehr. Und auch andere Tratops. Bauen. Immer bauen. Achso, das Upgrade dauert zu lang. Okay, kann ich noch irgendwelche Dinos holen? Gibt es hier noch irgendwas? Choose your talent. Allnuts building gegen Regeneration. Nerds gegen Training. Oder? Effective Ambitions gegen Armor and Penetration. Ah, ich meine, das ist natürlich alle Einheiten und Gebäude haben Regeneration. Oder eben allein haben Rüstung und... ich möchte Heilung nehmen. Ich hoffe, dass wir zwischendurch eine Pausen haben werden. Immer mal wieder so ein bisschen, ne? Die Musik ist halt so geil. Die könnt ihr im Hintergrund einfach laufen lassen. 20 Jahre lang. Geil. Effizientere Arbeit wollen wir danach erlernen. Ja, genau. So, was haben wir noch? Smithery Settlement. Increase your population capacity by 20. Und Kilosaurus auch. Alter, wie geil ist das denn? Ich bin halt so nah. So ein Dino-Freak. Ein paar Kristalle habe ich gerade so entdeckt.
Die habe ich halt völlig übersehen. Crystal Hatchery allows you to exchange resources and train crystal reptiles which generate crystal by moving between the settlement and hatchery. Ja, probieren wir mal, komm. Ist im Endeffekt ja der Marktplatz. Sturdy Ankylosaurus. Aber wann kommen die denn? Wave, kann ich das selber starten? Next. 58! Ah! Sehe ich gerade. Scheiben. Ah, Halleluja. Fuck. Wo ist meine Magierin hier? Wo ist sie da? Kann ich noch einen Dino irgendwo holen? Das artet gleich böse aus. Ich brauche noch einen Dino. Ja, hier, komm her. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen, ne? Schön Ankylosaurus. Ah, geil. Huch! Hab ich den Spot hier hingelegt? Wollte ich nicht. Ich habe keinen Angriffsturm. Okay. Scheibenkleister. Ich brauche wieder ein Haus. Enemy is here. Ja, ich bin auch gleich da. Hätte ich ihn übernehmen können als Dino? Nimmst du Wild? Okay, das ist ja kein wilder Dinosaurier. Pflanzen irritieren mich auch noch so ein bisschen. Das ist immer so, als wenn da Feinde auf der Karte sind. Aber ist nicht. Next, Wildbounds. Ach so, lol, das war ein Dino, das ist die Wave. Ah, okay, sie geben mir Zeit. Ich merke schon, sie sind nett zu mir. Upgrades Raptors to Ferraptors, which are stronger and tougher. Okay, ja, wir wollen starke Raptoren. Wir wollen und Ankylosaurus. Wir wollen. Das Upgraden ist. Ne? Spin to win hier. Ja, und dadurch, dass dieser Katalyst in der Nähe ist, gibt es 20% zusätzlich. Das ist schon sick. So, was haben wir hier jetzt? Ein Panther. Gedanken gemacht haben diese Jungs und Mädels sicher beim Erstellen des Spiels. Safe. Bock gehabt, viel abgeguckt, aber Bock und viel, also, weißt du? Verstehst du? Und gleich die nächste Wave, irgendwo einer. Wo ist denn der Raptor hier? Warraptor. Jetzt ist der Kriegsraptor. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Wo ist denn hier der Gegner? Da. Was macht sie? Okay, war wahrscheinlich ein Animationsfehler. I hope so. Jetzt werden die Wellen also immer stärker und stärker. Okay, 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 okay. Und Upgrade. Putz. Speed. Aliens again. Damage and train. Nee, mehr Leben und. Ich habe schon Lebensregeneration und das ist mir alles so gepusht. Dann sollte jetzt auch Leben und das sein. Und dann ist es einfach so. Punkt. Ich habe keine untätigen Einheiten. Raptor, Ankylosaurus. Also Dilophosaurus haben wir auch, ne? Okay, die sind aufgelevelt. Ein Kilo, ja, der hat jetzt so richtig schön hinten seinen Panzer und das alles. Ja, genauso wie wir es haben wollten. Das ist also der Survival-Mode. Der ist schon mal, ich sag mal, auf dem ersten Geruch besser hier gerade. Gehen jetzt da unten hin, die Jungs. Okay. Das haben wir da noch nicht. Da hinten.
ist das doof. Ich kann keine Mauer an sich so bauen, ne? Jetzt mal Wendigo und ein Triade. Triaden hier. Ich habe noch nicht so das Gefühl, dass sie übel starke, da geile Einheiten sind, ne? Settlement, ja, sehr schön. Ich habe keinen Turm, ne? Ich habe keinen Turm. Mir bin ich so blind. Garten. Ich habe keinen Turm. Deswegen mache ich jetzt mal Settlements hier hinten hin. Switch cost, one plus less, okay. Aber jetzt wieder ein Switch, have the range. Und einfach besser. Geil. Genau das will ich haben. Wendigo, da sind sie da unten. Fortification. Ja, das ist doch schon hübsch. Jetzt leveln wir das Ganze ein bisschen auf. Alle Einheiten, die irgendwie laufen können, kriegen jetzt einen übelsten Boost. Doch das und viel mehr sehen wir erst in der nächsten Folge. Oder ich schalte beim nächsten Mal live mit rein. Da gibt es noch einen Mammut. Oh, pass mal auf, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Ich bin zu gemein. See ya.